Hi Leute, hier ist der George. Ich befinde mich gerade in der Karibik, um genauer zu sein, in der Dominikanischen Republik. Es ist ein bisschen windig und laut hier am Strand. Ich hoffe, man kann mich trotzdem gut verstehen. Ausgegebenen Anlass wollte ich euch mal ein paar Tipps geben zum Reisen mit schwerem Fotogepäck. Denn in Frankfurt am Flughafen hatten wir eine kleine Kontrolle und da dachte ich so, ausgegebenen Anlass wollte ich das mal euch zeigen, wie ich das handhabe. Dieser Rucksack hat abflugfertig mit Laptop, mit Fotoequipment, mit allem ungefähr 16 bis 17 Kilo. Und damit kommt ihr natürlich nicht über die Freigepäckmenge von 6 oder 7 Kilo Handgepäck, was man mit an Bord nehmen darf, aus. Deswegen, kurzer Tick, ich habe immer mit dabei so eine F-Stop-Tasche, also so eine Umhängetasche, ist egal, ob die von F-Stop ist oder nicht. Ich habe einfach so eine Umhängetasche mit dabei. Hier würde ich jetzt alle schweren Objektive reintun, die ich hier hinten im Rucksack drin habe. Denn alles, was am Körper hängt, zählt nicht als Gewicht. Das heißt, hier 85 mm, wiegt schon ein Kilo. Das packe ich da rein. 24-105, wenn ich noch ein anderes dabei hätte, alle hier rein. Die hänge ich mir um, ganz normal die Tasche. Die Kamera nehme ich mir raus, habe auch einen Henkel dran, die hänge ich mir auf die andere Seite und das Laptop darf ich noch unter den Arm nehmen. Und dann hat der Rucksack auch nur noch 6 Kilo, wenn das alles raus ist. Und damit kommt er dann easy und locker durch die Gepäckkontrolle. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, das Video. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und ich freue mich über Feedback. Bis dann. Also, kleiner Nachbrenner noch. Beim Reisen habe ich bei Casey Neistat mir abgeschaut. So einen kleinen Beutel mit einem Karabiner dran. Da habe ich das ganz Wichtigste drin, was ich immer am Mann haben sollte. Das heißt, das kann ich schnell aus dem Rucksack rausgreifen und habe es mit am Platz. Da muss ich nicht lange im Deckelfach oder sowas rumkramen. Da drin habe ich zum Beispiel einen Snack, meinen Ausweis und Impfpass, eine Powerbank, meine Kopfhörer. Alles, was man so schnell am Platz braucht. Und man hat es kompakt in einem Beutel, man kann es nicht verlieren und hat es immer mit dabei. Das nochmal als kleiner Bonus hinten dran.